Wobei ein Teil von den Diamanten kann ich ja für das nächste Upgrade gebrauchen und schon mal da behalten. Das da, das da, das da, das da. Und du da rein? Ich verliere langsam den Überblick. So, hier packe ich dann mal Einrichtungsgegenstände rein. Naja, den Raketenwerfer, den wollte ich ja für Seppi aufheben. So. Tja. Dann brauche ich eigentlich auch extra noch eine Kiste für Baustoffe bestimmter Art. Ja. Rein, rein, rein. Halbwegs vorsortiert. Gut. Gut. Replicator. Nein, habe ich nicht schon. Wollte gerade sagen, ich habe doch schon einen besseren Tisch gecraftet. Ach, das sind beides Replicators, weil ich für den einen noch Zeug brauche, um ihn umzubasteln. Ja, okay, das macht Sinn. Molotow, Kack-Die-Block, ja. Ich glaube, den hier wollte ich machen, ne? Energy und Defense, genau. So, da sieht man schon, da ist ein bisschen Eggisalt mit verwurstet. So, Uraniumstäbe brauchen wir jetzt. Dann hier am Magnetic Crucible, genau. So, dann schauen wir mal. Oh, da gibt es schon Ferrosium. Das wäre dann wohl das nächste. Ja. Ferrosium Compound. Wie stelle ich das denn her? Da brauche ich Solariumsterne. Ja, und um das zu packen, muss ich aber erst die normale Eggisalt-Rüstung basteln. Okay, alles klar. Dann geht's wohl nicht anders. Bandido! Gut, es hat gereicht. So. Hey, das sieht richtig dark aus. Ja, doch. Ja, ein bisschen höhere Werte. Besser als nichts. Okay. Dann packe ich das auch hier in die Ausrüstungstruhe, die alte Rüstung. So. Das kommt dahin, 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 dahin. Dahin. Und das da, es raffiniert ist, kommt dahin. Ja, den Beehive, wo packe ich den hin? Hier zu den Einrichtungsgegenständen, ne? Hatte ich hier irgendwo Blütenblätter? Ja, hier hatte ich Blütenblätter. So, der nächste Schritt sieht wie aus? Ja, wir könnten hier an den Nebenaufgaben weitermachen. Wir könnten natürlich zu dem Pinguin gehen und gucken, was uns da erwartet. Cactus Juice. Kakteensaft. Karottenbrot. Ich würde natürlich jetzt gerne erstmal so ein bisschen Gift suchen. Genau, hier zum Beispiel. Und das dem einen dem Kopfgeldjäger mitbringen, also den Käse und das Gift. Weil das wollte er ja haben. Hätte man zumindest eine weitere Nebenaufgabe schon mal abgeschlossen. So, wir sind bei einer Stunde Aufnahme etwa. Plus minus. Ein bisschen was geht ja immer weg, weil ich ja vorher dann kurze Testaufnahme mache und so. Kennt ihr ja vielleicht. So. Und was nu? Was nu ist ganz einfach. Wir gehen runter. So, und da hole ich mir einfach jetzt ein bisschen Gift. Och nein, saurer Regen. Schnell weg.
So, das Gift müsste reichen und jetzt ab zum Außenposten. Hey, aber das mit den Augen und so weiter, das sieht richtig evil aus, also richtig böse. Das finde ich irgendwie cool gemacht. Ist er nicht fesch, unser Wyatt? Und feuert einen Granatwerfer einhändig ab. Bumm! Warum auch nicht, ne? So, Hyperspace-Shit. Ja, wo geht die Scheiße überhaupt hin hier aus dem Flugzeug, aus dem Raumschiff raus? Auf jeden Fall sind wir da vielleicht wirklich der Erste, der dann so bei Faster Than Light Geschwindigkeiten so ein Häufchen rausgeworfen hat. So. Das Bötchen. Ist es nicht schön? Tschu! Da ist ja gar nicht richtig runtergekommen. Oh, mir gehen auch bald die Fackeln aus, sehe ich gerade. So, dann brauchen wir einen Cheese. Genau. Und er gibt uns eine Waffe. I don't need this anymore. Ja, ist irgendwie unsere Waffe schon besser, denke ich. Shotgun, 233. Ich meine, okay, ein Granatwerfer. Obwohl... ist eigentlich dann gar nicht so viel schlechter. Ist eine Alternative. Jo, wo ist der Pinguin? Da. Ja, you're all set. My friend is a scientist type. Also sein Freund, der Wissenschaftler, will, dass wir seinen Mech austesten. Ich glaube, das heißt im Endeffekt, wir sollen ihn bekämpfen. Was mir irgendwie jetzt schon wieder so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Da lege ich mal die Medikits da oben in die Leiste. Und ich weiß nicht, ob ich da im Nahkampf ran will. Ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja die Schwäche von dem Mech, aber... ich nehme jetzt hier mal die Schrotflinte und den Granatwerfer. Ich weiß nicht, ob ich mich da gleich hintrauen soll. Andererseits, ich kann wahrscheinlich die neue Rüstung nicht basteln, ohne es getan zu haben. Also, warum rauszögern, ne? Neue Mission verfügbar. Let's talk. Missions. Weapon Testing Site, also Waffentestgelände. Gehen wir hin. Das sieht jetzt genau aus wie das, wo wir ursprünglich mal das Pinguin-UFO bekämpft hatten. Jemand da? Hallo? Ah. Ja, kann man natürlich wieder nichts abbauen. Das wollte ich jetzt mal schnell gucken. Ein kleines Ufer. Oh nein. Oh nein. Es ist ein Pinguin, Mac. Oh wei. Irgendwas sagt mir, ich soll den Raketen wohl ausweichen. Die Raketen kann ich wegschießen. Gut, gut zu wissen. Nur das Teil hält auch wieder viel aus. Los, lad nach! Nein, nein! Oh. Was? Macht es so viel Schaden? Seid ihr wahnsinnig? Boah. Nein! Okay. Bis dahin war es eigentlich gut gelaufen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Konnte ich mir nicht selbst bessere Bandagen oder Medikits machen? Rotes Färbemittel. Normale Bandagen, naja. Die haben mir ja eben nicht so viel geholfen. Cape. obwohl. Dann hätte ich ein Cape. Das hätte was Desperado-mäßiges.
Da brauche ich 20 Fabric für. Hoffentlich kann ich mir die basteln. Ja, sieht so aus. So, das sieht doch toll aus, oder? Vielleicht wollen die auch, dass ich da irgendwie ein anderes Food benutze, irgendwie so als Boost. Kann ich mir aber eigentlich so nicht ganz vorstellen. 3 Vollheilen, 4 ein bisschen, 5 Food. Ich glaube, hier wäre ein Sturmgewehr wirklich hilfreich. Habe ich noch irgendwo eins? Shotgun, Pistol, Crossbow. Weil das schießt so schnell, um die Raketen dann wegzukriegen. Das wäre ja super. Es muss ja nicht allzu viel Schaden machen. Wäre aber schon gut, wenn es sich in einem guten Bereich befinden würde. Ach, Crossbow, Crossbow, Crossbow. Crossbow, Blastmaker. Ja, als Alternative zum Granatwerfer. Wie ist der Schaden? Ja, ist natürlich ein Furz, aber ich probier's mal. Zurück in die Mission. So. Vielleicht wäre da auch eine andere Technik gut. Naja, Pulse Jump habe ich ja. Energy Dash muss ich dran denken. Könnte ich auch zum Ausweichen benutzen. Ah, das könnte doch gut gehen. Die Energie muss nachladen. Mist. Wow. Gerade so. Fuck. Und das Teil hat natürlich auch Nahkampfangriffe. Das musste ja natürlich auch sein. Los, Energie nachladen! Gut, man kann aber immerhin ein bisschen drüber wegspringen. Soll man hier wohl dann auch so tun? Das Ganze hat irgendwie was von einer Ausdauerrunde. Ach nö. Warum machst du jetzt sowas? Boah, und das macht auch noch Schaden. Was? Ach nee, und jetzt die Raketen noch. Boah. Nein! Nein! Boah, gibt's das? Was ist meine Alternative? Mir einen Rubium-Tisch zu basteln, oder wie? Na, dann hätte ich nur mehr Energie. Nee, ich gebe nicht auf. Das wird jetzt gleich nochmal versucht. Und ich gehe an den falschen Computer. So, auf ein neues. Ah, das war jetzt auch fies mit dem Flammenwerfer. Dass man die Raketen auch nicht in ihn zurücklenken kann, das wäre doch eigentlich praktisch. Okay, der geht immer wieder in die Mitte zurück. Da ist der Energie-Cooldown ist jetzt wirklich fies eigentlich. Grr.
da weiß ich auch noch nicht ganz, wie man den Flammenwerfer am besten kontern soll. In die Ecke gehen vielleicht. Wenn man die Rakete vielleicht gegen andere Hindernisse locken könnte, die jetzt hier sind, aber da ist ja nicht viel. Da ist Boden und Decke und Wand. So, jetzt macht er wieder den Zirkus. Ich bleib mal hier in Deckung. Einer trifft irgendwie immer. Nee, das war nichts. Und wie oft macht er den jetzt? Ah, den macht er nur einmal. Was? Chucklefish, wie habt ihr euch das vorgestellt? Was habe ich denn noch beim Head? Ja, nichts, was mir jetzt viel bringen würde. Was machen eigentlich nochmal die Stimpaks im Einzelnen? Ich glaube, die roten heilen, ja. Was macht blau, was macht grün, was macht gelb? Noch ein Versuch und dann gebe ich mir halt mal die volle Drogenladung da unten. So. Wenn es jetzt aber nichts wird, ja, gehe ich vielleicht ein bisschen erforschen. So. Blau ist Sprungboost und das andere ist Schnelligkeitsboost. Okay. Ist aber gleich schon weg. War ja dann nicht so. Du Drecksteil. Vielleicht soll man ihn auch in der Mitte mit einer Nahkampfwaffe angreifen. Und die Fernkampfwaffe wirklich nur für die Raketenzeiten und so nehmen. Shit, Energie aufgebraucht. Passiert halt viel zu leicht. Ja, ich glaube, wenn so nichts wird, dann versuche ich das nächste Mal die Taktik mit einer Nahkampfwaffe dabei. Aber naja, mal schauen. Gut, jetzt macht er das hier. Bin ich hier vielleicht sicherer? Na, eins trifft immer. Zwei in dem Fall. Gut, da kann ich so vorbei. Jetzt müsste es ja wieder wie am Anfang sein, ja. Nur, dass er jetzt diesen Angriff hier macht. Ah, Dash 2000. Gut, da ist er dann vorerst abgelenkt. Okay. Ach, verdammte Scheiße. Fuck. Dieser Dash jetzt noch dabei, das ist gemein. So, Nahkampfwaffe. Kann man ja auf Y wechseln. Eigentlich würde ich fast sagen, die Rüstung ist zu schwach. Ich meine, die anderen Bosse, klar, die hatten ihre Herausforderungen, aber das war irgendwie alles nicht so problematisch wie der jetzt. Und ich habe sogar erfahren, dass der in der Mine, dass der verbuggt war, dass man da den Strahlen hätte besser ausweichen können sollen. Ich bin da ja als eigentlich zwischendurch gehüpft, weil ja manche sich gekreuzt haben. Es war wohl nicht so gedacht eigentlich.